Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich einmal über Dimitrios Gramotzes sprechen. Meine Meinung zu Dimitrios Gramotzes: soll er weg, soll er nicht? Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ja, Dimi Gramotzes, er hitzt auf jeden Fall die Gemüter. Dimi hat jetzt zum wiederholten Mal ein Spiel verloren, was aber auch ganz normal ist. Ja, wir sind jetzt Fünfter in der Tabelle. Zusätzlich zum DFB-Pokal aus ist das eine Bilanz, die für Schalke jetzt, ich sag mal, noch nicht optimal ist. Aber wir sind noch an einem frühen Zeitpunkt in der Saison. Also warum sollten wir jetzt ausgerechnet den Trainer rauswerfen? Nun ja, es gibt einige gute Gründe dafür. Zum einen, wir entwickeln überhaupt kein Spiel nach vorne. Das Einzige, was wir wirklich können, ist über Thomas Auwe ins Flanken zu kommen. Das Einzige, was wirklich funktioniert, sind letztendlich die Treffer von Simon Terodde. Und mittlerweile, gut, klar, treffen auch wieder andere. Jetzt funktioniert Simon Terodde aber nicht. Das spricht jetzt aber auch nicht unbedingt für gegen eine Abhängigkeit von Simon Terodde. Wenn wir uns einfach anschauen, dass in der Zeit, wo Simon Terodde eben nicht getroffen hat, ja, haben wir auch die Spiele letztendlich jetzt auch verloren in der letzten Zeit. Also, was machen, wenn man keine andere Möglichkeit hat, als auf seinen besten Stürmer zu vertrauen? Man muss versuchen, über gewisse Spielsysteme, über gewisse Laufwege sich diese zu erarbeiten und diese Laufwege eben einstudieren, Pässe einzustudieren, und so muss man dann nachher erfolgreich werden. Ja, klar, man kann auch immer auf Gott vertrauen. Man kann immer sagen, wir trainieren hier einfach schön weiter und irgendwann ist schon gut gewesen. Irgendwann wird sich das Ganze lösen. Ja, das Umfeld auf Schalke ist allerdings extrem unruhig. Das sind wir uns, glaube ich, allen bewusst. Wir haben gestern mal eine Umfrage gemacht bei uns im Livestream und im Livestream haben gesagt, 56% haben gesagt, Dimitrios Gramotzes soll jetzt in der Länderspielpause schon gehen und 44% haben gesagt, nein, der soll auf keinen Fall gehen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Dimitrios Gramotzes die nächsten zwei Spiele gewinnt, ja, dann sind es maximal noch 20%, die ihn raushaben wollen. Und natürlich, es ist und bleibt, und da kann man das erzählen, wie man will, es bleibt schlicht und einfach auch, ja, Fußball, und es geht einfach darum, erfolgreich zu sein. Ja? Und das an dem Gradmesser muss Dimitrios Gramotzes sich natürlich messen lassen. Und klar, abgerechnet wird zum Schluss, allerdings sehenden Auges in Messer laufen möchte ich persönlich auch nicht. Und deswegen habe ich schon auch ganz klare Erwartungen an einen Trainer. Und ich möchte nicht, dass wir so einen Kackfußball spielen, wie wir es im Moment machen. Also wir haben keinerlei Ideen wirklich nach vorne. Wir sind mit drei Spielern verteidigen werden in der Innenverteidiger, hinzu kommen noch zwei Außenverteidiger, die aus meiner Sicht auch nicht genügend Druck nach vorne hin entwickeln können, weil sie immer wieder auch hinten gefordert werden. Klar, du wirst auch als Mittelfeldspieler musst du mit verteidigen, ja, da spricht auch keiner drüber. Nur du bist in dem Moment, wenn die Mannschaft letztendlich den Ball gewinnt, ja, dann bist du zumindest schon mal ein Stückchen weiter vorne und kannst den Ball nach vorne tragen. Du kannst die Mitte mitnehmen. Ja, wir versuchen immer dieses Gestochere durch unser zentrales Mittelfeld bis hin zu den Stürmern und bis dann die Außen da sind, ja, einen Auwejan oder einen Ranftl, es dauert halt ewig und deswegen bin ich absolut dafür, dass ich jetzt irgendwas tun muss. Und Dimitrios Gramotzes, das ist natürlich jetzt seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Schalke 04 wieder erfolgreich wird und dass sie wieder erfolgreichen Fußball spielen und ich sag mal so, Ergebnisfußball schön und gut, ja, aber da sich mit so vielen Spielern letztendlich in reinzustellen, das ist für einen Absteiger, wie wir es ja jetzt gewesen sind, aus der ersten Liga jetzt, also sprich einem Top-Team in der ersten Bundesliga, wird es dem einfach nicht gerecht, so defensiv aufgestellt zu sein. Und jetzt habe ich schon öfter auch gehört, so nach dem Motto, ja, aber das 3-5-2, das ist doch eigentlich ein super offensives System.
Da sage ich, ja, kann man offensiv spielen, aber wir können es leider nicht. Das muss ich hier ganz klar einmal sagen. Wir haben einfach auch nicht die spielerischen Mittel oder die Spieler, die einen Pass über 40, 50 Meter auch mal schlagen können, ja, einfach den Ball wirklich effektiv auch nach vorne tragen können. Denn die haben wir nicht. Und deswegen, es ist bei uns immer ein Gestochere und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass wir versuchen müssen, mehr Entlastung entweder über die Außen oder generell halt nach vorne hin zu kreieren, beziehungsweise einfach schlicht und einfach mehr Spieler vorne zu haben. Und ja, das sind so meine Kritikpunkte, die ich habe an Dimitrios Gramotzes. Und ich erwarte natürlich, dass er diese abstellt, dass er diese Probleme löst und dass er da auch ja, einfach erfolgreichen Fußball wieder spielen lässt. Ja, und Fußball, den man sich vielleicht auch mal angucken kann. Ja, ich erwarte ja gar nicht so viel als Fan. Ja, nochmal, viele wollen, glaube ich, einen extremen Hurra-Fußball sehen auf Schalke. Ja, wenn die Ergebnisse stimmen, dann sagt keiner was. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Kack-Fußball spielen lässt und dann auch noch Spiele verlierst, ja, dann kannst du nicht erwarten, dass du ja, komplett ohne Kritik rausgehst. Jo, okay. Das war's. Leute, macht's gut. Glück auf. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo auf dem Kanal da und ja, schau mal regelmäßig vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao.